Ja, hier in der Wildnis werden wir uns jetzt auf den Weg machen zu diesem Anstand. Weil, wie gesagt, wir schon viel gespottet haben. Wir werden natürlich schauen, ob es über den Weg läuft. Also uns irgendwas schon ertönt. Wir sind kurz vor Sonnenaufgang. Bei dem Weg entlang gehen. Wenn vielleicht in der Dämmerung dann kurz schauen. Also wie gesagt, nur Jungtiere dabei. Wir sollten jetzt vielleicht einen Erwachsenen mal dabei haben. Dann schauen wir, wie sich der entwickelt hat. Wenn er schon 2 Sterne hat, werden wir ihn lassen. Aber wenn wir uns das jetzt aufbauen, ja, bis er ausgewachsen ist. Wenn jetzt wirklich schauen, dass wir nur die Schlechteren rausschießen. Wir haben eben bei der Raubtierrufen mit schlechterer Fitness an und hier mit schlechter Verfassung generell Männchen an. Also sollten wir die Schwachen dann rauskriegen. Was ich noch nicht herausgefunden habe, vielleicht gibt es da auch ein Video drüber, muss ich mal schauen, wie es mit dem Weibchen schießen ist. Schießt man alte Weibchen weg, lasst man die stehen. Das ist doch so Thema, weil die haben ja keine Wertung, also. Ganz ruhig zu sein hier. Alles klar. Geht halt genau. Und hier, dann lassen wir ja sowieso. Ja, auch ganz ruhig. Anlocken. Bitte Cola umprobieren, ob sich zurückmeldet.
Aber wenn müsste sie ran da aus der. Kenne ich schon. Ich kenne einen Schwarzbär, der ist auch hier. Weibchen gibt. Keine Bewegung damit. Anlocken durch dann nichts. Dann also. Rechte Fitness, dann muss er weg, wenn er wirklich kommt zu uns. Wenn er sich angesprochen fühlt, der Bär dort vorne, hört er zum Beispiel weg. Sonst dachte ich, dass ich. War der ganze da drüber, weil da drüben waren auch Schwarzbären. Beim Männchen und Weibchen. Der ist halt wie ich allein. 100 Meter. Dann noch entfernt. Also die reagieren gar nicht. Bleiben auf dem Bären weiter. Jungtier männlich. Knapp 300 Meter weg. Kommt zwar da hinten nach. Das ist das Weibchen wahrscheinlich. Können wir noch nicht spotten? Jetzt aufpassen. Oder?
Fehler machen, aber. Kenne ich, glaube ich, nämlich. Weibchen dazu. Weibchen. Doch ein Karibu, also es gibt zwei Karibu-Herden. Einer steht da hinten. Da. Bison gibt es auch eine. Die kommen da vorne gerade, wie ich sehe. Dann gibt es nämlich die Wapitis. Die habe ich das letzte Mal auch da hinten irgendwo und stehen gesehen. Da. Spotten. Ein Weibchen. Wir probieren. Dann call er nochmal. Theoretisch, wenn da jetzt sich keiner angeht. Das sind die Wapitis, das sind gar nicht die Bisons. Aber auch wieder zwei Junge dabei. Hirsche. Also bei dem Rapiti scheint, dass sich da keiner entwickelt hat einmal. Können wir mal locken. Ich glaube, die kenne ich immer schon, dass die auch nur Jungtiere dabei sind. Oh, das ist übrigens unser erster Schwarzbär. Doch diesmal.
Perfekter Herzschuss. Dann haben keine DNA. Das sind die Karibu. Die männlich. Die männlich. Okay. Da hat sich eigentlich nichts geändert hier. Tiere. Auch Jungtiere auf jeden Fall. Jung wie der Spund. Jungtier. So, da vorne ist dann noch eine Karibu-Herde. Schauen wir uns noch an. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich nur eine Wapiti-Herde war oder zwei, aber ich glaube, es war auch nur eine. Und wo die Bison sind, steht auch in den Sternen. Oh, das könnte sogar da hier stehen. Dann noch ein paar. Herde oder kennen wir die schon? Könnten wir mal wirklich diesen ganzen abkennen. Eine Landschaft zum Jagen. Gedacht. Weiß dann die Jagd? Die da hinten haben wir noch nicht bemerkt. Die werden wir jetzt auf jeden Fall bejagen. Ja, da hinten kommt eine zweite. Da ist schon einer älter geworden. Da hinten eine zweite. Wo wir doch die noch. Ich glaube, der scheint aber kommen. Scheint sich von der Gruppe zu trennen. Ich glaube, den haben wir. Der trennt sich von der Gruppe. Jungtier, Jungtier.
Sehr schön. Ja, wieder ein bisschen längere Folge, aber ich glaube, die werden jetzt ein bisschen länger dauern. Jetzt nicht mehr so durchmarschieren werden da, sondern wie ich konzentrierte an die Sache rangehen werden. Ich möchte nur schauen, ob der alles angelockt zählt. 10 haben wir. Teilt euch nur. Finden euch. Und wenn sie ausgewachsen sind, können sie auch nicht mehr stärker werden. Das heißt, dann sind sie abschussfähig auf jeden Fall. Beim Jungtier musst du dir halt überlegen, lass du ihn oder lass du ihn nicht stehen. Schauen wir mal, ob das jetzt stimmt. Tom. Sehr cool. Sehr, sehr kurios. Sehr, sehr viel. Na gut. Für das nächste Video werde ich mir noch was überlegen, was wir machen. Eventuell danach vor und dann jeden mal wirklich so eine Runde fahren da. Mit dem Auto immer auf die Hochsitze. Hochsitz ein bisschen bleiben, abwarten. Bisschen callen und schauen, ob was kommt. Wenn nicht, dann Auto und weiter. Erstens brauche ich eh noch Vorteile. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob es gezählt hat. Hat gezählt? Genau, ich muss nämlich die Glocke. Dings, ich muss noch vom Hochsitz aus treffen, 50. Und es gibt auch eben das mit dem. Ja, genau, beim Fahren gibt es das noch. Tiere werden weniger durch Fahrzeuge gestört. Und Fahrzeuggeschwindigkeit leicht erhöht. Und natürlich dann in Afrika gleich super, wenn wir auch mit dem Auto fahren können, irgendwo gleich gespottet werden. Ja. Mit. Gut, dann war es wieder mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut und ciao.